Dann wollen wir mal loslegen. So, heute teste ich das Mikrofon hier. Natürlich ist es hier fast stürmisch. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier funktioniert. Ich halte jetzt hier mal meine Hand davor, damit er nicht so laut ist. Und ich bin, da hinten ist der Empfänger. Da oben ist auch meine Drohne, die mich auch filmt. Ich hoffe, hi da oben, dass das alles soweit funktioniert. Und deswegen gucken wir mal, ob das jetzt was aufgenommen hat. Das ist jetzt hier das Originalmikrofon. Ich werde das jetzt in der nächsten Zeit abschneiden, wie ich gesagt habe. Ich muss die Hand hier vorhalten, das ist super windig. Meine Drohne, die schwankt da oben auch rum. Ich gehe mal auf die Drohne. So, ich glaube, so müsste man das sehen. Die fliegt natürlich alleine, Gott sei Dank. Gut, dass es GPS gibt. Aber ihr seht, die hat zu kämpfen. So, jetzt stehe ich ein bisschen im Windschatten. Also ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt etwas geworden ist. Und das ist der erste Test von meinem Mikrofon, dieses Funkmikrofon. Ich halte es mal hier vorne vor. So, hier, Wireless. Das ist jetzt hier mit meinem Smartphone verbunden. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das in Zukunft so weitergeht, ob das was taucht und ob das nächste Mikrofon, was ich daran anschließen werde, besser sein wird. So, ich hole jetzt meine Drohne wieder runter und der erste Take ist jetzt weg. Hallo, da bin ich nochmal. Ich glaube, ich habe das gerade mal abgehört. Das hört sich ganz gut an. Ich fahre jetzt mal ein Stückchen hier rum. Ja, erstmal, Gang sollte man einlegen, ne? Sonst kann man das nicht. So, ich fahre jetzt hier rum. Ich hoffe, das hält hier alles so. Es ist hier ein bisschen, ja, schlechter, sehr schlechter Boden. Die Kamera wackelt schon wie verrückt. Das hört ihr wahrscheinlich auch am Ton. Aber eigentlich dieses Mikrofon hier, das hier, hau ich jetzt mal drauf. Das ist echt gut. So schlecht ist das doch gar nicht, wie der Kanal da, der englische Kanal gesagt hat. Also so schlecht ist das gar nicht. Ich muss hier nur langsam fahren. Das ist hier so ein unliebsames Gelände. Oh, da ist ja die beiden Poller zu. Wie soll ich denn da durchkommen? Naja, ich habe einen Smart. Ich habe einen Smart, da kommt man überall mit durch. Guck mal, jetzt fahre ich da trotzdem durch, obwohl er zu ist. Ja, ist das nicht herrlich? So, ich bin jetzt hier wieder an meinem Lieblingsort Phoenix West und drehe hier meine Runden. Überall ist hier alles, Leute sind hier ganz viele, normalerweise, aber heute ist es so heiß, da traut sich hier keiner hin, außer so ein paar Kratfahrer. Ja, hier vorne kommt jetzt gerade ein Bus, hier ist auch Fahrschule für Lkw-Führerschein und Busführerschein. Ah, er wartet auf mich. Ich habe natürlich Vorfahrt. Und ich mache jetzt auch mal hier Fenster zu, damit das hier möglichst leise drin ist im Auto. Also ich nutze jetzt wiederum das Funkmikrofon für 29 Euro, was ich vorgestellt habe. Ich verlinke euch das nochmal. Und ja, was sagt ihr dazu? Das Mikrofon, das klingt doch gut. Boah, das wird sofort heiß hier drin. Mein Auto hat leider keine Klimaanlage. Ich muss das Fenster wieder runter machen. Das hält man nicht aus bei dieser Hitze. Ja, und was sagt ihr dazu? Hört sich doch gut an, oder? Eigentlich, ich glaube, ich lasse das erstmal heile. Ich höre mir das jetzt mal gleich oder heute Abend oder morgen am PC an. Von hinten kommt einer ziemlich schnell an. Hier ist zwar nur 30. Aber ich fahre ja auch wie so ein Opa hier, weil ich ja, während ich am Telefon sprechen bin,
auch ein bisschen aufpassen möchte. Also Phoenix West ist eine sehr schöne Industrieanlage. Da kann man sehr schön spazieren gehen. Hier rechts ist eine Hundewiese. Hier sind auch sehr viele Drohnenleute, deswegen fahre ich hier sehr gerne hin. Aber heute sehe ich hier keine. Ja, ein kleines Liebespaar, da treffen sich hier auch und knutschen hier rum. Aber ja, es ist schön hier. Jetzt muss ich natürlich hier hinten am Wendearmer wieder drehen, weil das die Straße hier zu Ende ist. Und ich sag mal, ich finde die Kamera gut. Mein Fazit bis jetzt, was ich habe es allerdings auch gerade nur auf dem Handy abgespielt. Muss aufpassen. Ich habe es gerade nur auf dem Handy abgespielt. Da hörte sich das gut an. Mal schauen, was der PC sagt. Und wenn ich das dann gerendert habe, was dann mein TV sagt, ob sich das dann auch immer noch gut anhört. Und wenn das so ist, dann warum soll ich denn da... Vorne ist der Fernsehturm. Warum soll ich denn da das Kabel abschneiden, wenn das auch so ganz gut funktioniert? Ich mache die Kamera jetzt aus, die andere läuft weiter. Vielleicht kommentiere ich ja während der Fahrt auch noch, weil die ist nicht fest. Die ist fest. Da kann nichts passieren, aber bei der schon. Deswegen mache ich die jetzt aus und lasse die weiterlaufen. Ja, ihr müsstet mich ja weiter hören, auch wenn die Kamera jetzt nicht mehr an ist. Jetzt habe ich nur noch die Frontkamera, die das Geschehen vor mir filmt. Falls irgendwas ist, werde ich dazu noch was sagen. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier wegschneide oder ob ich das einfach weiterlaufen lasse. Ich guck mal. Das entscheide ich dann zu Hause. Ich lasse das hier einfach weiterlaufen. Falls was passiert während der Fahrt, werde ich dazu noch was sagen. Oder falls mir was einfällt. Aber Fenster muss ich runterlassen, da bleibt nichts. Da vorne rechts ist übrigens die Phoenix Arkaden, die bis 2000, ich glaube, 21 glaube ich, fertiggestellt werden sollen. Habe ich ja schon mehrere Videos drüber gemacht. Habe auch Kontakt mit einem Bauarbeiter, der da arbeitet, aufgenommen, der mir alle möglichen Sachen dazu erzählen kann. So, und ich bin jetzt auf dem Rückweg nach Hause, wieder über der B54. Und dann über die B1 beziehungsweise später A40 und mache jetzt aus. Ich sage bis zum nächsten Mal, denkt dran, Kanal abonnieren. Und was haltet ihr von diesem Vlog? Könnt ihr mal was dazu sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Wo ich das lieber lassen soll. Gucken wir mal. Ich bin jetzt hier angekommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uwe. Ciao. Minuten.